Hallo ihr Lieben, heute mal wieder unterwegs mit No und Caro. Und heute sind wir auf der Reichsburg Trifels. Die Reichsburg Trifels ist eine Felsenburg in Rheinland-Pfalz, 310 Meter oberhalb der südpfälzischen Kleinstadt Annweiler. Im Hochmittelalter hatte sie zwei Jahrhunderte lang von 1113 bis wahrscheinlich 1310 den Status einer Reichsburg. Wir befinden uns jetzt auf dem Parkplatz von dieser Burg. Wohlgemerkt ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Also das ist eine der wenigen Burgen hier in Rheinland-Pfalz, wo man Geld bezahlen muss, wenn man hierher fährt. Jetzt gehen wir mal hoch, ne? Wir haben noch ein ganz schönes Stückchen hochzulaufen. Ist zwar nicht mehr so weit, vielleicht noch so 200-300 Meter, aber ziemlich steil. Von dieser steinernen Basis stammt auch der Name der Burg, Dreifacher Fels. Trifels. Der Dreifache Fels. Ich muss dazu sagen, dass diese Burg nicht in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten ist. Nein, sie wurde in der Nazizeit umgebaut. Und zwar nach den Vorstellungen dieser Machthaber damals, um eine Verbindung zu schaffen mit dieser kaiserlichen Vergangenheit des römisch-deutschen Reiches und dem Nazireich. Deshalb ist diese Burg zum größten Teil nicht authentisch. Diese Räume sind gemacht für Propaganda. Vorführungen und das werden wir uns genauer ansehen. Da hinten ist die Kasse, da werden wir jetzt Eintritt bezahlen müssen, denn die Burg wird bewirtschaftet. Also das Geld fließt in die Burg, in die Erhaltung dieser Burg. So, jetzt gehen wir mal hoch, ne? Ein gewaltiges Gebäude, das zum Teil in der Nazizeit restauriert wurde und zum Teil neu aufgebaut wurde, der rechte Teil auf jeden Fall. Links, das sind Originalsteine aus der Salierzeit, aus dem Mittelalter, aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Da oben ein Erker, der ist auch noch im Originalzustand erhalten. Jetzt gehen wir mal hoch. Hier sind alte Portalbögen aus dem 12. Jahrhundert noch zu sehen, die hier ausgegraben wurden, die leider nicht mehr ganz erhalten sind, aber zumindest einen Eindruck vermitteln, wie diese Eingänge in dieser Zeit gestaltet waren. Hier sieht man zwei Säulenbasen und zwei Säulenschäfte aus dem 12. Jahrhundert, auch noch im Original. Hier ein schönes Beispiel der mittelalterlichen Steinmetzkunst. Fein gearbeitete Verzierungen. Wir gehen jetzt weiter runter zu den Reichskleinodien. Liebe Zuschauer, halten Sie sich fest.
Jetzt kommt der Schatz. Wow. Das hier sind die Reichskleinode. Sie wurden hier zeitweise auf dem Trifels aufbewahrt. Und was wir hier sehen, sind originalgetreue Nachbauten, also nicht die Originale. Die Originale befinden sich im Museum in Speyer, glaube ich. Das Reichsschwert. Zum Vergleich die Größe und ich daneben. Ein riesengroßes Schwert. Also mit sowas, das ist ja schon fast ein Zweihänder. Ne? Der Reichsapfel. Die Reichskrone. Der Reichszepter. Das Reichskreuz. Die Heilige Lanze. Und was war mit der Heiligen Lanze? Das soll angeblich die Lanze sein, die Jesus Christus in die Seite gerammt wurde. Auch in dieser Lanze in der Mitte ist ein Nagel eingefasst. Es soll ein Nagel des Kreuzes Christi sein. Sie wurde bei Schlachten mitgeführt. Der Kaiser selbst hat diese Lanze geführt, um eben den Feind damit zu beeindrucken, um Gottes Segen in der Schlacht zu haben. Das ist ganz frisch. Ich hab Angst. Ehrlich, ich hab Platzangst und mir dreht sich alles gleich. Wir befinden uns jetzt in einem Saal, in einem Krönungssaal, der aber wohl eher der Fantasie der damaligen Restauratoren im Dritten Reich entspricht als der Wirklichkeit. Es hat wohl eher den Charakter einer Kirche als das einer Ritterburg aus dem 12. Jahrhundert. Ich denke nicht, dass diese Art des Ausbaus dieser Burg genutzt hat. Es hat ihr eher geschadet. Der ganze Aufbau entspricht nicht dem 12. Jahrhundert und ist in keinster Weise realistisch. Ein repräsentativer Bau für Nazi-Größen gedacht. Jetzt begeben wir uns in einen Originalteil der Burg, um den Unterschied zu zeigen in diesem Baustil, der hier von den Nazis beeinflusst wurde und der mittelalterliche Baustil eigentlich einen ganz anderen Eindruck hinterlässt. So, gehen wir mal da rein, ne? Mhm. Hier befinden wir uns in einem Originalraum der Burg. Also hier wurde wenig verändert. Hier sind noch die Originalwände vorhanden und vor allem die Originaldecke. Wie hier auch die Türen. Hier sieht man auch Einweisungen. Initialen, Jahreszahlen von Leuten, die diese Burg vor 100 Jahren oder länger her noch schon besucht, hier von 1813 oder hier von 1945. In diesen Zeiten haben Romantiker diese Burgen besucht und haben hier ihre Kurzweile verbracht, haben Gedichte geschrieben. Diese Burgen waren vor 100 Jahren oder länger einsam verlassene Ruinen und mit einem besonderen Flair. Hier befinden wir uns in einer Kapelle. Jede Burg hatte eine kleine Kapelle zum Beten. Caro, fällt dir was auf? Hier. Ob mir hier was auffällt? In diesem Rahmen, ja. Ja, die typischen Sitzplätze. Genau, das sind genau die gleichen Sitzplätze wie zuletzt auf der Lindenburg. Eben am Rand dieses Raumes angebracht, wo die Menschen sitzen. Auch in der Mitte waren wahrscheinlich Stühle, Holzstühle gestanden und da ist der Altar ein Nachbau. Das Original ist nicht mehr erhalten, aber hier stand er.
eindeutig eine Kapelle, eine Burgkapelle, wo die Ritter beteten vor dem Kampf zu Gott, um seinen Beistand zu erlangen. Hier befinden wir uns auch in Originalräumen, die noch erhalten sind von der Burg aus dem Mittelalter. Hier sieht man mal, wie dick diese Mauern sind von diesem Turm. Es war ein Wehrturm, ein gewaltiges Bollwerk, das gebaut war, um sich zu schützen, um sich sicher zu fühlen in dieser Burg. Ja, die Karo steht schon am Ausgang. Hier ist eine Zisterne. Und um diese Zisterne befand sich ein Turm. Das hier war nicht so wie jetzt. Also hier war ein Turm, das war geschlossen. Dieser Raum musste im Mittelalter besonders geschützt werden. In diesen Räumen haben sich berühmte Persönlichkeiten bewegt. Hier war zum Beispiel König Kaiser Barbarossa, eine seiner Lieblingsburgen. Aber nicht nur das, hier waren prominente Gefangene auf dieser Burg, wie zum Beispiel Richard Löwenherz, der englische König, der hier wahrscheinlich 2 Jahre lang gefangen gehalten wurde und für ein horrendes Lösegeld freigekauft wurde. Er wurde nicht, wie manche denken, vielleicht in einem Kerker eingesperrt, nein. Er war hier auf der Burg, unfreiwillig wohlgemerkt, aber er konnte sich frei bewegen auf der Burg, so wie die meisten anderen Gefangenen auch. Sie konnten sich hier bewegen, sie konnten leben, aber sie konnten diese Burg nicht verlassen. Wahrscheinlich sind durch diese Räume vor 800 Jahren diese Menschen gewandelt. Dieser Geist von diesen Menschen befindet sich noch hier, in dieser Burg, irgendwo. Ich fühle es in meinem Herzen, in meiner Seele und in meinem Bauch. Ich fühle, wie diese Menschen durch mich hindurchlaufen. Ich kann das nachempfinden. Diese Burgen sind ein Teil auch meiner Geschichte, meiner Vergangenheit, meiner vergangenen Vorfahren. Ein Teil von mir ist auch in diesen Burgen. Ein gigantischer Ausblick. Der Pfälzerwald. Ach, das ist einfach wunderschön, oder?